Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Sim Airport. So, ihr seht ja, wir haben hier ein bisschen ausgebaut beim letzten Mal. Für die, die letztes Mal nicht dabei waren, erstens schaut nach. Und zweitens, ja, wir müssen natürlich gucken, dass unsere Steuern natürlich noch ein bisschen reduzieren. Deswegen, wir machen mal, dass die Einkommensteuer von 30 auf 25% fällt. Das finde ich sehr schön. Denn das sind, warte mal, 1% sind 1250, mal 5 sind 5000, 6250 Schleifen, weniger Steuern am Tag. Krass. So, wann hat sich das denn gerechnet? Rechnen wir doch mal nach 6250, ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel, ich glaube 38,5. Das heißt, nach 7 Tagen hat sich das schon gerechnet. Gut, wir sind zwar erst bei Tag 6 insgesamt, aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, ich befürchte allerdings, wenn wir jetzt ein drittes Gate für diese eine Landebahn machen, das wäre nicht gut. Da habe ich echt ein bisschen Bammel vor. Ich würde sagen, wir sollten erst einmal mit den Gates so weiterarbeiten. Ich muss ja kurz gucken, können wir das upgraden, dass wir das irgendwie... Ach, ausschließlich im zweiten Stock. Ah, wir können ein Gate machen, dass es nur vom zweiten Stock begehbar ist. Aber wir können es nicht aufwerten zu einem großen Gate. Aber wir könnten überlegen, ob wir das zweite Gate... Also wir werden erstmal noch ein bisschen Geld verdienen, gar keine Frage. Und dann können wir theoretisch überlegen, ob wir hier ein großes Gate machen oder ein XL. Oh, okay, das braucht ein bisschen mehr Platz, würde ich sagen. Das könnte man allenfalls hier oben hin machen. Nur hier oben kriegen wir es gerade nicht gut dran gebobbelt. Na gut, dass es gut hat, nicht passiert. Das ist sowieso alles Zukunftsmusik. Wir können auch erst sagen, dass wir ein großes Geld nehmen. Das wäre, glaube ich, schon mal sinniger. Dann könnten wir, warte mal ganz kurz... Kleines Gate hat so viel Platz. Ich versuche mal, das mal gerade so einzuprägen auf dem Auge. Und das große so viel. Das ist gleich groß, oder? Warte mal. Ja, das ist tatsächlich gleich groß. Sehr schön. Können wir ein Gate ersetzen durch ein großes? Dann müssten wir zwar einige Verträge kündigen, aber wir hätten die Möglichkeit, große Flugzeuge anzunehmen und somit mehr Passagiere abzufertigen. Allerdings, man muss sagen, beziehungsweise man muss überlegen, macht das an der Stelle auch Sinn? Apropos macht das Sinn, ich glaube, ich werde die Flüge mal ein bisschen auseinanderziehen. Dass jeweils eine Viertelstunde Abstand ist. Das dürfte, glaube ich, auch etwaige Staus auf dem Runway ein bisschen entgegenwirken. Uns fehlt immer noch ein weiterer Nachtflieger, damit wir hier noch das zweite Gate belegen können. Aber gut, so ist das nun mal. Bevor wir aber das große Gate machen und alles, ne? Oh, da waren die Steuern. 15.000. Sehr schön. Gut zu wissen. Hä, da hat er was von 48.000 gesagt. Was stimmt denn nicht mit dem? Boah, mich würde mal interessieren, ob es irgendwo so eine Ansicht gibt, wo man die Sachen sehen kann. Ne, da sind nur die Zonen. Informationsansicht. Ach so, oh. Die Auswirkung von Wissen abgebenden Objekten. Okay, dann sollten wir doch mal ein paar weitere Infotafeln aufstellen. Brauchen die hier vorne schon die Infos oder eher so in dem Wartebereich? Ich bin mir gerade offen gesagt unschlüssig. Komm, wir können hier ja auch schon mal... Machen wir mal so mittig so eine Infotafel. Dass sie da auch ein bisschen Informationen bekriegen. So, Umwelt. Wir sollten mal dringend was für die Umwelt tun. Oh, Umwelt haben wir nur die Fenster, die ein bisschen was machen. Das geht natürlich gar nicht. Darum gehen wir mal in die Deko. Stellen hier mal überall ein paar Pflänzchen neben. Dass wir da schon mal so einen kleinen, aber feinen Anfang haben. Können eine dekorative Statue hier hin machen. Dich machen wir auch noch hier hin. Oh, komm, machen wir noch so einen kleinen Springbrunnen. Das ist doch schick, ist das.
Cool, das sieht so an. Schön. Wow, 39. Was? Okay, die beiden Statuen, die haben Tiere schreien gehauen. Da habe ich gar nicht auf die Preise geguckt, muss ich gestehen. Die habe ich jetzt einfach so dahin geklatscht. So. Haben wir den CTO schon? Nee, ne? Nope, aber wir haben eine geringere Einkommensteuer. Das ist sehr schön. Würde ich sagen, sollten wir als nächstes die geringere Grundsteuer erforschen. Wir visualisieren nochmal die Umwelt. Ja, guck, das sieht doch schon viel schicker aus hier. Okay, die Kunstwerke, die hauen tatsächlich ordentlich rein. Dann machen wir da noch einen Springbrunnen hin. Dann haben wir es hier hinten auch nicht so düster. Wenn er denn bald geliefert wird. Anscheinend nicht, weil unsere Lieferzeit scheint was anders zu sein. Ich überlege gerade, wir haben ja die Möglichkeit hier zwei weitere Etagen draufzusetzen. Das ist mega. Ich weiß aber gerade noch nicht ganz, wie das funktioniert. Wir haben auf jeden Fall irgendwo eine Rolltreppe. Das habe ich schon gesehen. Nur ich weiß gerade nicht, wo. Wahrscheinlich bei den Objekten. Strukturen? Nee, Hangar, die interessieren uns nicht. Rolltreppe nach oben. Können wir jetzt hier zum Beispiel hin. Aber wir müssen erst ein Fundament darüber anlegen. Okay, da würde ich sagen, warten wir auch noch mit. Wir könnten dann natürlich auch da oben noch einen weiteren Wartebereich machen und einen Snackbereich. Wäre halt die Frage, inwieweit das Sinn macht. Ich weiß jetzt noch nicht ganz, wie die Spielmechanik dahingehend funktioniert. Also wenn wir quasi den Snackbereich und alle Stände nach oben packen würden, würden die Gäste dann überhaupt auch hochgehen und sich da oben was holen oder würden die hier unten bleiben, weil hier unten ein Wartebereich ist? Das kann ich noch nicht wirklich abschätzen. Ich glaube, wir sollten auch bei Gelegenheit mal die Klos erweitern. Ich finde drei Toiletten hier ein bisschen wenig. Offen gesagt. Also, bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich so reicht. Aber man merkt, dass trotz der hohen Schlachtzahl an Besuchern die Mülltonnen reichen. Und das beruhigt mich schon mal dahingehend. Dann ersticken wir wenigstens nicht im Müll. So, wir haben schon einiges mehr. Boah, ich hätte gern so gern mal eine Übersicht über die verdammten Steuern, die jeden Tag kommen. Weil ich würde sagen, geringere Grundsteuern. Warte mal. Kommt auf den Flughafenwert. Gesamtbewertung 2.459.700. Und 10% weniger klingt auf jeden Fall schon mal gut. Deswegen, wir machen das jetzt erstmal. Also erstmal gucken, dass wir natürlich die Finanzen hier ein bisschen besser kriegen. Gut, Kredite möchte ich erstmal nicht aufnehmen. Ich möchte es möglichst vermeiden. Aber ich denke, wir sollten hier die Möglichkeit, genau, Luftfahrtops, Start- und Landebahn so zu konfigurieren, dass nur Abflüge oder nur Ankünfte. Ah, okay. Das wäre ja wiederum auch geil, ne? Dann kommen die sich nicht in die Quere. Wir können hier allerdings auch eine Stadtbahn machen, aber das lohnt, glaube ich, erst, wenn wir ein größeres Gate haben. Vorher lohnt das, glaube ich, nicht so sehr. Können wir überhaupt nochmal eben so eine... Okay, den Rollweg, den müssen wir tatsächlich selber ziehen. Ich dachte, das wäre so ein vorgefertigtes Stück. Wow, 80% Besucherzufriedenheit, schön. Information 100, Frustration 100. Wow, ist Frustration 100 jetzt gut oder schlecht? Heißt das, die sind zu 100% frustriert? Oder die sind zu 100% zufrieden, also gar nicht frustriert. Man weiß es gerade nicht. Ja gut, jetzt ist sowieso keine Aussagekraft mehr da. Da jetzt alle weg sind. So, wie schaut es denn aus so mit Gewinn-Verlust? Ja, ein bisschen Verlust, aber wir haben ja auch ein bisschen viel geforscht und... Boah, das wären 100.000 Gewinn gewesen. Wenn wir die beiden Sachen raussehen. Aber gut, wie gesagt, ist ja noch nicht alles vorbei. Wir müssen ja noch weiterhin Löhne zahlen. Und ich habe jetzt leider wieder nicht
Ich hätte so gern einen Log von dem, was hier immer eingeblendet wird in Rot, weil dann könnte man die einzelnen Steuerzahlungen auch mal sehen. Warte mal. Ach, guck an, hier haben wir eine Übersicht. Sehr schön. Hallo? Steuern? Okay, das ist wohl ein bisschen verbuggt, denn der zeigt mir jetzt hier, wenn ich den vorigen Tag nehme, nur das Gate an. Beim aktuellen Tag geht's. Da können wir die einzelnen Sachen aufklicken. Das ist schön und gut. Aber wie gesagt, sobald ich zurückgehe... Nein, da hat er eine Anzeige und das kriegt er einfach nicht hin. Na gut, okay. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja noch im Early Access, deswegen finde ich das jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Da kann man durchaus später noch einmal Hand anlegen. Was sagt denn der Flugplan? Wir hätten sogar theoretisch wieder einen Nachtflug, sogar von einer recht beliebten Airline. Die Frage ist nur, wollen wir das jetzt wirklich machen? Weil die ganzen Sachen hier haben ja auch eine Kündigungsgebühr. Okay, wir können den Vertrag mit Rechtsklick kündigen. Das sollten wir dann bei Gelegenheit machen. Aber wir machen das so. Wir werden uns jetzt erstmal, und da müssen wir uns mal ein bisschen mit der Forschung, glaube ich, ein bisschen mal zurücknehmen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir auf einen einigermaßen soliden Umsatz kommen. Ich möchte, wie gesagt, keinen Darlehen aufnehmen. Nicht zu früh, weil ich mich nicht verzocken möchte und wir noch nicht mit der Forschung freigeschaltet haben, dass wir da geringere Zinsen kriegen. Wir freuen uns ja erstmal schon, dass die geringe Grundsteuer bald kommt. Weil, wenn wir genug Geld angesammelt haben, dann würde ich sagen, planen wir das an einem Abend, bauen hier ein großes Gate hin. Also ich würde sagen, dass wir dann schon bei Gate 2 vielleicht hier die beiden canceln, damit wir nämlich genug Zeit haben, dass die Bauarbeiter das Gate aufbauen können. Weil die Änderungen am Flugplan, die kommen ja immer erst am nächsten Tag. Das heißt, wenn wir nach 0 Uhr mit dem Gate fertig sind, haben wir den ganzen Tag da keinen einzigen Flieger. Und deswegen müssen wir halt gucken, dass wir da fertig werden. Ja, stellt euch immer nur hier rechts an. Das macht voll Sinn. Hier ist zwar was leer, aber ihr habt euch ja da angestellt. Das war ja viel besser und sinniger und toller und keine Ahnung. Wie einst der große Philosoph Butthead so schon sagte, manche Leute sind blöd. So, haben wir die Steuern erforscht. Yo. Wir könnten jetzt natürlich auch noch die weiter geringeren Grundsteuern... Dann fallen die nochmal um 25%. Dann fallen die um 25%. Boah, Leute, das finde ich so gut. Sorry, das würde ich ganz gerne tatsächlich jetzt mal in Anspruch nehmen. Oh, und wir sind in den Miesen. Das ist gar nicht gut. Aber warte mal ab. Das schaffen wir schon wieder, da rauszukommen. So, schon sind wir raus. Frage ist natürlich, wie lange bleiben wir raus? Aber wir haben ja gerade erstmal High Noon und da kommen wieder sehr, sehr viele Passagiere. Ohne Mist, ich glaube, wir sollten schon bald mal hier die Tickethalle erweitern. Weil das ist, also vielleicht hier nochmal so ein paar Schalter hinbauen. Das wird nämlich mittlerweile relativ voll hier. Also versteht mich nicht falsch, ich finde es natürlich gut, dass Passagiere dazukommen. Aber wenn die schneller durchkämen, wäre mir das durchaus lieb und käme mir durchaus gelegen. Also ich würde sagen, wir sollten noch mal ein paar Sitzbänke hier hinbauen. Da ich das perspektivisch erweitern werde, früher oder später, baue ich die tatsächlich mal hier hin. Wobei, mal schauen, vielleicht haben die ja hier, vielleicht könnte ich sie ja trotzdem da drauf setzen, auch wenn die... Ja, können sie, sehr schön. Okay, alles klar, das heißt, wir dürften ja wohl genug Sitzbänke hier haben. Okay, das ist nur, da sieht man nur die einzelnen Zonen, alles klar. Packst du eine AI-Entscheidung? Ja. Cool, was auch immer das heißt. Schau dir an, was die Pax-AI vorhat, indem du diese Ansicht... Okay, da wir noch keine Pax-AI haben, denke ich, funktioniert das logischerweise an der Stelle noch nicht. Wow. Wir haben fast trotzdem einen Gewinn erzielt. Das finde ich super. Wow, der Einzelhandel hingegen gar nicht. Der ist plus minus null. Warum? Das checke ich nicht. Warum läuft der Einzelhandel so schlecht?
die Leute kaufen einfach zu wenig. Vielleicht sollten wir hier echt eine Rolltreppe hinmachen. In den oberen Bereichen und dann nochmal hier so Sachen wie, warte mal ganz kurz, wo haben wir es denn? Hier so Kaffeetische. Also, ich weiß nicht, ob man die braucht. Ich stelle es mir auch gesagt nicht so vor, dass man die Dinger braucht, weil bei einem Kaffeetisch, da bräuchte man wahrscheinlich auch mal einen Stuhl zum Dranstellen. Könnte man einfach hier so Kaffeetische hinstellen. Gucken wir mal, wie die Leute das aufnehmen. Ob dir das überhaupt interessiert. Ne, ich glaube, das ist tatsächlich nur Deko zum Hinstellen. Hat jetzt, glaube ich, keine tiefere Bewandtnis, dass man sich da irgendwie dran setzt oder so. Ah, wobei, haha, hier die Kaffeestühle. So, die brauchen wir wahrscheinlich. Okay, dann würde ich sagen, sollten wir perspektivisch tatsächlich oben die Fressetage hinmachen. Ich kann mir vorstellen, dass sich das positiv auf den Einzelhandel auswirkt, weil ihr seht, der hat jetzt tatsächlich miese gemacht. Das ist nicht gut. Ich wollte ja hier nicht die Geschäfte hinmachen, damit die Geld verbrennen, sondern damit die Geld erzeugen. So, und leider können wir das hier wieder nicht aufklappen. Schade, schade. Aber gut. Es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel, dass wir immer so viel ausgeben, dass wir nur einen einzigen... Na, hier waren wir auch noch ein bisschen drüber. Mit den Einnahmen. Ansonsten waren wir nur einen einzigen Tag mal tatsächlich drüber, weil, also mit den Einnahmen über den Ausgaben. Aber gut, letztendlich, wir müssen ja auch das Geld investieren, ne? Sonst wächst der Flughafen nicht. Sonst wächst der Bizeps nicht. So, die geringe Grundsteuer haben wir auch bald erforscht, das ist sehr schön. Da freuen wir uns schon darauf, dass wir heute nicht mehr so viel zahlen müssen und dass wir endlich... Nicht mehr, ja gut, ich wollte jetzt sagen, nicht mehr so teure Forschung haben, aber siehe da, da ist noch einiges. Zusätzliche Kartenparzellen heißt das, warte mal ganz kurz, heißt das, wir können in die Richtung zum Beispiel erweitern oder hier oder da oder hier auch? Man weiß es nicht, wird sich zeigen. Aber ich denke, also ich bin mir gerade unschlüssig, worauf wir als erstes sparen sollen. Wollen wir erst auf das größere Gate sparen? Wollen wir erst hier die obere Etage zum Mampfbereich machen und darauf sparen? Ich weiß es gerade nicht. Warte mal, da fällt mir gerade was ein. Upgrade, kleine Rolltreppe. Ausschließlich im zweiten Stock. Das heißt, rein theoretisch könnte man grundsätzlich perspektivisch natürlich gesehen, nicht jetzt akut, sagen, dass man in der zweiten Etage die Ankunft macht und dass man sagt, okay, das Gate, da kommen jetzt nur Flieger an. Und der Abflug ist, also beziehungsweise wir leiten die Leute hier rum. Aber warte mal, ich bin mir gerade unschlüssig, wie das zu interpretieren ist. Fügt eine Treppe hinzu, macht es ausschließlich im zweiten Stock zugänglich. Heißt das... Was heißt das denn jetzt? Muss platziert werden auf Gate A. Ungültige Platzierung. Ja. Okay, es geht sowieso nicht. Hm. Ich weiß nicht, ob das... Warte mal ganz kurz. Vielleicht müssen wir auf diese Ebene. Ah, okay, das wird, da wäre hier der Aus... Da könnte man dann Ankunftsgates machen. Oh, das fände ich, glaube ich, perspektivisch sehr geil. Also, Grundidee, die mir jetzt kam, war, dass wir aus dem Gate ein Ankunftsgate machen. Das heißt, also nicht aus dem hier, sondern grundsätzlich, dass wir welche dazu haben. Zum Beispiel, jetzt mal als reines Beispiel. Nehmen wir an, wir könnten hier unten noch was dazu kaufen. Da weiß ich halt noch nicht, ob das geht, weil ich kann nicht weiter runterscrollen. Deswegen zweifle ich da ein bisschen dran. Aber nehmen wir an, wir könnten das kaufen, dann würden wir hier eine Ankunftslandebahn machen, die alle oben rausgehen lassen, dass alle oben schon durch den Fressbereich gehen. Und dann könnten die unten alle starten. Finde ich eine gute Idee, sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Jetzt machen wir allerdings erstmal einen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und wir sehen uns. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.